Hallo zusammen, ich begrüße euch mal wieder zu einer Zwischendurch-Folge Fröhliches Etsy-Basteln. Und diese Folgen erscheinen ja eigentlich auch immer zwischen den EdgeTX-Weekly-Folgen. Und da geht es ja immer um so kleine Basteleien oder auch Fragen, die gestellt wird. Und eine Frage, die immer wieder kommt, egal ob es sich dabei jetzt um klassische Erzählings wie Free Sky oder Fly Sky handelt oder auch um mein neues Lieblingskind Express LRS. Die Frage lautet, kann ich eigentlich von den 32 Kanälen, die ich in meinem Sender vorfinde, nicht auch alle 32 zum Modell übertragen? Das ist eine interessante Frage und viele, die sich vielleicht noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, die stoßen da zunächst einmal ein bisschen auf Kopfschütteln. Also mache ich mal hier meinen Sender an. Da ist natürlich EdgeTX drauf. Wie kann es anders sein? Und wenn wir mal schauen, was EdgeTX denn so bietet, dann stellen wir also hier bei den Outputs fest, wir haben... So, wir haben also hier bis zu 32 Kanäle, die wir in einem Modell allokieren können. Leider ist es so, dass eben von diesen 32 Kanälen üblicherweise nur 16 an das Modell übertragen werden. Also wenn man sich dann hier zum Beispiel die Einstellung für das interne HF-Protokoll anschaut, denn hier ist es sogar jetzt ein Express LRS, da ist es auch nicht anders als bei den klassischen Erzählings, dann stellen wir also fest, wir können also 16 Kanäle übertragen, wobei wir uns das Fenster, welche 16 Kanäle übertragen werden sollen, hier aussuchen können. Also Kanal 1 bis 16 oder 2 bis 17 oder 17 bis 32. Das können wir also hin und her schieben, aber in Summe sind es immer 16 Kanäle. Wer jetzt Glück hat und hat so eine Anlage wie ich, wo ein internes Modul und ein externes Modul eingebaut werden kann, der kann natürlich jetzt auf die Idee kommen und sagen, gut, dann verbaue ich eben zwei HF-Module in meinem Sender. Wir haben ja auch noch den externen Modulschacht hier zur Verfügung. Da könnten wir jetzt beispielsweise auch ein Sendemodul der gleichen Technologie einbauen, sodass wir also im Sender zweimal FlySky hätten oder zweimal Express LRS wie bei mir. Und dann brauchen wir im Modell eben auch zwei Empfänger. Und wie wir eben gesehen haben, kann man dem einen Empfänger dann die Kanäle 1 bis 16 und dem anderen Empfänger dann die Kanäle 17 bis 32 übertragen. Geht problemlos. Also zwei Sendemodule, zwei Empfänger. Man muss nur beachten, dass der zweite Empfänger keine Telemetrie zurückliefern darf, weil unser EdgeTX, so wie es momentan ist, nur einen Telemetriedatenstrom zurzeit verarbeiten kann. Ob sich das in Zukunft mal ändert, steht noch in den Sternen, aber momentan ist das so. Also haben wir zwei Empfänger und bei dem einen müssen wir die Telemetrie definitiv abschalten. Manchmal kann man die Telemetrie nicht als Benutzer abschalten, beispielsweise wie bei dem FlySky AFHDS2A. Protokoll oder dem AFHDS2A-Protokoll, da muss man dann explizit einen Empfänger nehmen, der gar keine Telemetrie überträgt. Die gibt es auch. Da muss man ein bisschen drauf achten. Bei FlySky ist die Nomenklatur beispielsweise so, dass dann vorne das I fehlt. Dann würde das auch gehen. Man hat also sozusagen einen Master-Empfänger und einen nachgeordneten Empfänger und der Master-Empfänger liefert dann die Telemetrie. Okay, das ist zunächst einmal für alle Erzählings gleich. Stand heute würde ich mal ganz gerne dazu fügen. Bei Express LRS und EdgeTX könnte man auf die Idee kommen, weil beides ja Open Source ist, dass dort sich die Türen bald öffnen. Fangen wir mal hinten an. Wenn wir jetzt so ein Express LRS Empfänger haben, müssen wir ein bisschen fokussieren gerade, dann haben wir ja auf der einen Seite bei diesem fertig konfektionierten PWM Empfänger haben wir hier eine Buchse mit einem JSTGH Stecker, diese hier, und
dort bekommen wir ein Crossfire-Protokoll heraus. Und theoretisch ist dieses Crossfire-Protokoll in der Lage, auch 32 Kanäle zu übertragen. Nur, es findet nicht statt. Es findet weder im Express LRS statt, noch im HTX. Also das HTX muss das entsprechend paketieren, muss das zum Sendemodul geben. Das Sendemodul muss das übertragen. Der Empfänger muss das passend empfangen und er muss dann das auch noch hier herausgeben. Das findet nicht statt, obwohl das im Grunde genommen in der darunterliegenden Technologie schon vorgesehen ist. Also zumindest mal hier an der Schnittstelle am Empfänger. Würde man das jetzt einbauen wollen in Express LRS, das wäre sicherlich eine größere Operation, weil dann höchstwahrscheinlich Protokoll, mit dem die Datenpakete durch die Luft übertragen werden, also das Funkprotokoll, was ja erstmal nichts mit dem hier zu tun hat, was da rauskommt, das müsste höchstwahrscheinlich geändert werden. Und das ist natürlich eine ganz große Änderung, weil das höchstwahrscheinlich zu Inkompatibilitäten zwischen den unterschiedlichen Versionen führt, je nachdem, wie man das dann gestaltet. Weiterhin haben wir bei HTX auch das Problem, dass HTX natürlich dann auch diese 32 Kanäle an das Sendemodul liefern müsste. Das ist auch derzeit gar nicht vorbereitet. Also da stehen wir so ein bisschen auf dem Schlauch. Und das Projekt HTX sagt natürlich, ja, wozu sollen wir das machen? Es gibt doch gar kein Sendemodul oder gar keine Funktechnologie, die das überträgt. Und die Funktechnologie Express LRS sagt dann auf der anderen Seite, ja, wozu sollen wir das implementieren? Es gibt doch gar keinen Sender, keine Sendertechnologie, die das liefern würde. Das ist auf der einen Seite richtig, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen kurz gedacht. Ich denke, das kommt daher, dass die meisten Entwickler bei Express LRS natürlich aus einer Ecke kommt, also aus der Drohnenfliegerecke, wo wir mit 4 Kanälen auskommen, maximal 5 für den Arming-Channel. Aber danach ist alles eigentlich Hilfskanal und wird nicht benötigt. Deswegen ist das oft von dieser Gruppe von Entwicklern auch schwer zu verstehen, dass man als Funktionsmodellbauer vielleicht auch 32 Kanäle benötigt. Ja, das so mal zu dem Part. Jetzt ist es so, dass man mit, mit den neueren Versionen von Express LRS, also ab der Version 3.5, die ja schon einige Zeit verfügbar ist, da kann man nicht nur diese serielle Schnittstelle hier hinten nutzen, sondern man kann je nach verbauter Hardware hier drin auch einen Anschluss von den hier rausgeführten, wo normalerweise die Servo-PWM-Signale herauskommen, den kann man auch umfunktionieren, um dort beispielsweise Telemetrie anzuschließen, Hot-Telemetrie, S-Port-Telemetrie, aber auch man kann hier auch nochmal ein S-Bus-Signal herauskommen lassen. Ja, und das war für mich jetzt eigentlich so der Aufhänger zu sagen, dann können wir erstens hier natürlich die Empfänger gescheit erweitern, indem wir einfach an den Empfänger einen schon seit zig Jahren auf dem Markt befindlichen, relativ preiswerten S-Bus zu PWM-Decoder verwenden. Das ist zum einen mal ganz praktisch, weil man dann aus einem solchen ER8 oder aus einem ER6 oder ER4, der nur 4 PWM-Ausgänge hat, ganz einfach einen vollwertigen 16-Kanal-Empfänger machen kann. Ich lege mal kurz die Fernsteuerung beiseite und solche S-Bus-Decoder, die gibt es in verschiedenen Varianten, wie beispielsweise diesen hier. Der ist relativ günstig zu bekommen. Man speist also auf der einen Seite hier ein S-Bus-Signal ein und auf der anderen Seite oder bei diesen 16 Ausgängen, die er uns bietet, können wir dann hier 16 Servos anschließen. Ja, wenn man das tut, also beispielsweise den hier vorne einsteckt, dann hat man diese Schnittstelle immer noch frei. Damit könnte auch man auch etwas machen. Leider verstehen diese Decoder hier eben nur S-Bus, kein Crossfire, kein CRSF-Protokoll. Das wäre natürlich jetzt auch zu schön gewesen. Zwei S-Bus-Schnittstellen
macht wenig Sinn, weil durch die Luft eben auch nur 16 Kanäle übertragen werden bei Express LRS, und dann würde auf beiden S-Bus-Schnittstellen hier zweimal die Kanäle 1 bis 16 herauskommen. Das ist natürlich auch wenig zielführend. Okay. Ich habe da mittlerweile, oder ich habe erst einmal, sagen wir besser, davon abgesehen, diese S-Bus-Decoder umzufunktionieren, dass sie auch Crossfire dekodieren können. Ich habe es auch noch gar nicht probiert. Vielleicht weiß ein oder anderer Zuschauer das, obwohl der Test wäre jetzt ganz easy. Man könnte versuchen, hier den kleinen Microcontroller, das ist ein ATmega 168, den könnte man versuchen umzuprogrammieren, wäre keine große Sache. Allerdings befürchte ich, dass der also gelockt ist, dass man dort keine andere Firmware drauf flashen kann. Das ist ja oft so, aber das müsste man ausprobieren. Habe ich bislang noch nicht. Für mich war das Thema ein bisschen einfacher, weil ich, das greife ich mal hier nochmal daneben, hier meinen sogenannten Cruise Controller habe. Das ist also sowas Ähnliches wie ein Flight Controller. Ja, so im Prinzip jedenfalls. Also die untere Platine hier, da sitzt, wie man hier an der Dipolantenne unschwer erkennen kann, auch ein kleiner ELS-Empfänger drauf. Ein Bluetooth-Modul ist noch, und der hat verschiedene Anschlüsse hier. Die anderen beiden Platinen, das sind Schaltmodule, die habe ich jetzt mal da oben drauf gelassen. Die spielen jetzt aber in diesem Video keine Rolle. Und dieser Cruise-Controller, der empfängt natürlich das, was der Express-LRS-Empfänger hier am Ausgang liefert. Das sind die 16 Kanäle via Crossfire, dekodiert sie und liefert sie erst einmal hier an den ersten. Nein, das ist falsch, damit es nachher stimmt, an den ersten S-Bus-Decoder als S-Bus heraus. Insofern macht also dieser Cruise-Controller erstmal das gleiche wie ein käuflicher Empfänger, dass also hier ein S-Bus-Signal rauskommt mit den Kanälen 1 bis 16. Gut, aber dann sieht man jetzt unschwer, dass hier ein zweiter S-Bus-Decoder angeschlossen ist, an einem zweiten Anschluss von dem Cruise-Controller, und in der Tat kommt hier ein zweites S-Bus-Signal raus mit weiteren Kanälen, mit weiteren 16 Kanälen. Und ich habe ja eben erzählt, dass es wahrscheinlich schwierig ist, die Entwickler sowohl von EdgeDX oder auch von Express LRS dazu zu bringen, diese Funktionalität einzubauen. Und ich habe ein bisschen drauf rumgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass es im Grunde genommen viel einfacher geht. Und zwar fängt die ganze Geschichte an mit einer Erweiterung im Sender. Erweiterung in EdgeDX einzubauen, kann man zwar machen, mache ich ja auch oft, ist aber immer relativ aufwendig, weil man natürlich auch die anderen Mitentwickler davon überzeugen muss, dass dieses Feature, was man da jetzt gerade realisiert hat, unbedingt in das Mainline EdgeDX hinein muss. Und die anderen sehen das vielleicht gar nicht unbedingt ein. Insofern ist es viel einfacher, solche Erweiterungen tatsächlich als Lua-Skript durchzuführen. Und wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, EdgeDX zu erweitern. Das sind einmal die Widgets. Die kennt ihr, oder wer diesen Kanal guckt, der kennt die alle. Hier jetzt für den Multiswitch ist heute aber gar nicht unser Thema. Aber es gibt hier auch eine andere Möglichkeit zu erweitern. Und das sind hier unter diesem Icon, was das Lua-Icon ist, hier oben, haben wir die Möglichkeit, sogenannte, ja, ich mache es mal ein bisschen so, blendet das nicht so, beziehungsweise das Licht mal ein bisschen wegdrehen. Genau, da haben wir dann die Möglichkeit, sogenannte Mischer-Skripte zu installieren. Und statt eine Erweiterung in EdgeDX direkt zu programmieren, habe ich ein Mischer-Skript erstellt, und dieses Mischer-Skript kodiert die restlichen 16 Kanäle, also die Kanäle beginnend ab dem Startkanal 17, meinetwegen 16 Stück. Man kann auch weniger nehmen, das ist jetzt hier sozusagen das Maximum. Also 1 bis 16 werden ja normal übertragen, und 17 bis 32 werden dann mithilfe dieses Mischer-Skriptes kodiert. Ja. Dann müssen sie aber auch noch durch die Lüfte übertragen werden. Und
Ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, dass man dieses Crossfire-Protokoll, dass man das erweitern kann, beziehungsweise die Erweiterung ist standardmäßig vorgegeben. Man bewegt sich also nicht außerhalb der Spezifikation von dem Crossfire-Protokoll, sondern nutzt das Crossfire-Protokoll ganz normal. Und genau das macht dieses Mischer-Skript. Das packt jetzt also die zusätzlichen Kanäle in einem ja, von mir vorgeschlagenen Format. Ich mache in die Videobeschreibung auch noch den Link zu der Formatbeschreibung und auch den Link zu dem Lua-Skript mit hinein. Überträgt also dann diese zusätzlichen Kanäle in einem relativ simplen Format und das kommt tatsächlich dann bei dem Empfänger an und würde also hier an der Crossfire-Buchse herauskommen. Der Empfänger selber, den interessiert das nicht weiter, der schickt also die Datenpakete, mit denen er selber nichts anfangen kann, schickt er einfach weiter auf diese Schnittstelle. Jetzt könnte man also hier an dieser Schnittstelle einfach eine zusätzliche Elektronik anbauen, wie hier zum Beispiel, das ist ein zukünftiges Projekt, das ist der Crossfire Switch, der könnte das machen, aber es ging jetzt auch einfacher. Ich habe ja sowieso schon meinen Cruise Controller, da ist ein Empfänger drauf und der Cruise Controller dekodiert das und liefert das eben an einem zweiten S-Bus-Decoder heraus. Wie gesagt, das Widget, da mache ich den Link in die Videobeschreibung und auch das Format, die Formatbeschreibung mache ich auch als Link in die Videobeschreibung. Ich habe jetzt kein, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ein Arduino Sketch heißt das, glaube ich, in der Arduino-Welt, wenn man ein Programm in der Arduino-Welt schreibt. Ich habe jetzt kein fertiges Arduino Sketch zur Verfügung, was also diese Crossfire-Dekodierung machen würde zu S-Bus. Ich bin aber überzeugt, dass der ein oder andere das selber hinkriegt, wenn er das Format kennt. Und das Format ist ja dann über den Link in der Videobeschreibung veröffentlicht. Okay, das sollte kein Hexenwerk sein. Und wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, schaue ich mal, ob man diese S-Bus-Decoder vielleicht auch so ändern kann, dass, wenn sie nicht gelockt sind, dass die auch direkt das Crossfire-Signal, was hier rauskommt, verstehen. Dann müsste man sich eigentlich nur ein hübsches kleines Adapterkabel machen. Okay, jetzt wollen wir das Ganze natürlich in Aktion sehen. Der Sender ist schon an. Den Cruise-Controller muss man eigentlich nicht großartig sehen. Ich versuche das mal so. Okay, ich glaube, jetzt haben wir so alles auf dem Bild. Achso, denn ich hatte gerade schon den Kanalmonitor. Nee, den will ich eigentlich gar nicht, sondern wir gucken uns das direkt in den Mischern an. Ich habe nämlich hier jetzt zwei Mischer definiert. Einmal für den Kanal 1 und einmal für den Kanal 17. Also der Kanal 1, der steht zur Verfügung an dem normalen S-Bus-Decoder, was die Kanäle 1 bis 16 dekodiert an dem Ausgang Nummer 1. Das wäre dann der hier oben, das ist der normale. Und der zusätzliche ist dann hier unten, der dekodiert die Kanäle 17 bis 32. Also 17 müsste dann hier unten rauskommen. Okay, schalten wir den Empfänger auch mal ein. So, gebunden ist er jetzt schon. Und Gas ist also der hier. Das ist der normale, der bewegt sich dort. Und Querruder ist also der hier. Das ist Kanal 17, der bewegt sich jetzt hier. Ja, gut, damit ihr mir das glaubt, dass das also auch bis bei den anderen Kanälen funktioniert, stecken wir den jetzt mal auf den nächsten hier. Das wäre also Kanal 18. Da tut sich jetzt nichts, wenn ich den bewege. Jetzt fügen wir hier einen Kanal 18 hinzu. So, und als Input können wir ja mal den Schieber hier nehmen, L1, der ist also gerade da. Dann geht also das auch schon. Und von mir aus den Kanal 32, das wäre dann hier der letzte. So, 32. Da tut sich jetzt nichts an dem Servo.
Fügen wir jetzt Kanal 32 noch hinzu. Das ist der hier. Und da können wir ja mal den Schieber L2 nehmen. Das ist der hier. Dann funktioniert das also auch. Genau. Ja, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, die Informationen stelle ich zur Verfügung. Ich bin ja kein Arduino-Mensch, deswegen kann ich leider auch kein Arduino-Sketch zur Verfügung stellen, dass man sich das mit einem Arduino Nano oder so etwas selber bauen kann, aber es dürfte kein Hexenwerk sein. Ich stelle aber die ganzen Infos zur Verfügung, dass das auch jemand nachbauen kann und vielleicht kann man das dann zusammenführen. Okay, dann danke ich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!